Vor langer Zeit lebten unsere Leute in einem üppigen, grünen Wald. Die Bäume erstreckten sich von Kilometer zu Kilometer. Und hinter jedem noch so kleinen Ast versteckte sich ein angriffsbereites Raubtier. Die Welt war genauso gefährlich, wie sie groß war. Und wir waren sehr klein. Doch zusammen haben wir unsere Ängste überwunden. Und zusammen haben wir überlebt. Bis eines Tages ein schreckliches Biest aus den Tiefen des Waldes emporkroch. Ein Dämon, blutrünstiger als alles, was wir zuvor erlebt hatten. Und was auch immer es war, es wollte uns tot sehen. Wir nannten es die Eidechse. Die Eidechse streckte jeden, der sich ihm in den Weg kroch, nieder. Den einst wunderschönen Wald vernichtend, vollzog er seine Reuetat. Seine Opfer verbrannte er lebendig mit seinem feurigen Atem. Er erstach sie mit Stöcken, die er herzlos von den Bäumen riss. Er entriss die Köpfe seiner Opfer und nutzte sie als Kopfschmuck für seine Haustiere. Es schien, als wäre es Schicksal, dass die Eidechse uns alle vernichten würde. Doch inmitten der Flammen der Zerstörung stand ein Held aus der Asche wieder auf. Ein Held bekannt als Kopfschmuck für seine Haustiere. Wirklich? Kopfschmuck für seine Haustiere. Hör auf, die Legende zu unterbrechen! Also hat die Eidechse nicht nur Haustiere, aber du sagst, er gibt ihnen Kopfschmuck aus abgetrennten Köpfen? Vielleicht ist es eine Metapher. Es ist keine! Es ist nur ein kleines Detail, das keine weitere Aufmerksamkeit... Wir ändern es. Wenn wir uns das merken sollen, erwähne ich den Teil nicht. Wir müssen uns das merken? Können wir nochmal anfangen? Ich hab nicht aufgepasst. Okay, aber ohne Störungen. Vor langer Zeit lebten unsere Leute in einem... Oh, hi. Entschuldigung, dass ich hier so reinplatze. Ich war eigentlich nur am Graben. Wie nennt man diese Dinger nochmal? Ich glaube, Sandmann oder sowas? Heute ist ein Glückstag, Sandmann. Willkommen in der Raupi-Armee. Oh, danke, aber eigentlich will ich gar nicht beitreten. Sagtest du Armee? Ist das? Niemals! Niemals! Dann heißt das... Okay, ich denke, wir können das schaffen. Raupi, ich wähle dich. Ich dachte, ich bin der Trainer. Wechseln wir uns etwa ab? Dem habe ich nie zugestimmt. Oh, Shiggy. Ich weiß, dass ihr Würmchen ihn habt. Er ist hier. Bereitet euch vor. Oh, hey, nette Teamarbeit, Leute. Danke sehr. Sorry, ich war nicht ganz sicher, auf wessen Seite ich kämpfen sollte. Oh, komm zu uns. Können wir ihn behalten, Glumanda? Gut, wie war nochmal dein Name? Sandan, aber eigentlich will ich doch gar nicht... Oh, wir sollten ihn Sangi nennen, weil er genauso wie Shiggy ist, nur sandiger. Wenigstens klang Sandmann wie ein richtiger Name. Klar, Sangi, du gehörst jetzt zu uns. Yay! Oh, also ignoriert ihr mich einfach. Allerdings, kannst du angreifen? Also, ich denke, ich habe Sandwirbel. Das könnte funktionieren. Wo kommt das Sand denn her? Es ist ein wenig anders als bei herkömmlich. Ja, es dient wirklich eher zur Unterstützung. Aha, lass uns gehen. Du bist jetzt mein bester Freund. Oh, cool. Also, scheint, als wären sie keine großen Fans von euch. Diese Würmchen sind meine Erzfeinde. Nachdem sie mir Shiggy genommen haben, schwor ich mir, so viele zu töten von ihnen, bis ich ihn wieder habe. Und sie haben mir Rache geschworen, weil ich sie gegessen habe oder sowas. Oh. Wieso bin ich nie auf den Zeichnungen? Und anscheinend denken die, ich wäre dumm genug, um in deren dumme Falle zu treten. Naja, man muss ihnen schon die Detailgenauigkeit lassen. Ja, es sieht exakt wie er aus. Wow, das sieht genau aus wie Ich treibe. Komm da raus. Es scheint, als wäre euch Shiggy ganz schön wichtig. Hattest du schon mal einen Freund? Die Frage ist ein bisschen gemein. Ich habe geglaubt, keinen zu brauchen. Und dann habe ich einen verloren. Jemand, der mir half, komme, was da wolle. Ich werde alles tun, um Shiggy wiederzuholen. Auch wenn wir alle drei uns erleben lassen müssen. Oh, das ist ja beruhigend. Ich bin nass. Alles klar, wenn das ihre beste Falle war, sind wir okay. Verdammt! Alles in Ordnung, alles wird gut, bleib konzentriert. Hey! Folgt diesem Wurm! Ah!
Verdammt! Sangi, grab dich da durch! Hör auf! Du bringst ihn um! Nein, Planänderung. Wir fangen ihn. Tja, da liegen sie falsch. Vor allem dieser tolle Anführer. Wenn ich diese Eidechse fange, habe ich das Kommando. Sangi, benutzt Sandwirbel! Nee, den brauchen wir nicht. Mach ruhig. Nein! Willst du mich verarschen? Das war mein einziger... Fliegen. Wo bist du? Da! Vergiss nicht, wir fangen ihn. Ich brauche ihn lebend. Also benutz. Vergiss es, das ist es nicht wert. Ich finde, das lief ziemlich gut. Wo ist er? Ah, hier ist er. Oh, nö, nicht du. Oh, welch eine große Ehre, Honigbienchen. Was hat dich umgestimmt? Zurück, komm wieder zurück, bitte. Oh, ist nicht wahr, das ist die Eidechse? Der ist ja viel kleiner, als ich dachte. Bitte hör auf. Weißt du, ich komme ja gar nicht mehr unter Leute. Bitte hör auf. Da dachte ich, ich bekomme nie mehr die Chance zu kämpfen. Stopp. Ich muss schon sagen. Wag es nicht. Da will ich nicht lange. Stacheln. Der war gut. Das war's wert. Das war sowas von wert. Ich bereue nichts und sterbe zufrieden mit meinem Leben. Eigentlich wollte ich das nicht tun. Bitte bring ihn nicht um. Sagen dir irgendwelche Ideen? Keine Ahnung, aber was würde Shiggy tun? Verdammt! Sie hatten von Anfang an recht. Es gibt nur einen Weg, ihn aufzuhalten. Töte ihn!
Stimmt was nicht? Ich weiß nicht. Ich meine, ich habe mir meinen Platz ausgesucht. Aber habe ich überhaupt die Möglichkeit, mir das auszusuchen? Wenn ich Entscheidungen aufgrund meiner persönlichen Erfahrung treffe, dann suche ich nach der optimalen Lösung, basierend auf vergangene Versuche meines Lebens. Ich glaube, meine Entscheidung ist nur das Produkt meiner bisherigen Aufbringung, die mich das entscheiden ließ. Weißt du, was ich meine? Hab Hunger! Ach, du hast recht. Auf zum Mittag! Ich kann immer noch nicht glauben, dass Yellow uns eine Kuh besorgt hat. Und ich kann nicht glauben, wie lecker sie ist. Und voller Ballaststoffe. Och, Menno. Ich weiß nicht, ob ich das Essen sein mag. Achtung, heiß und fettig. Ist das... Was soll's? So lässt sich's leben. Ah, Leute, sie ist hier. Die Eidechse ist hier. Ja. Duh. Eingesperrt in der Arena. Wo warst du denn? Du musst mal chillen, Eddie. Nimm was von der Kuh. Ist frisch gefüttert. Ja, nehmt euch was. Mich gibt's heute zum Frühstück. Du verstehst das nicht. Erinnerst du dich an den Sandmann? Die Eidechse benutzt ihn um sich. Ich gebe euch eine letzte Chance. Gebt jetzt auf und ich verschone euch alle. Wo ist Shiggy? Meine Augen! Ha, es hat funktioniert! Es hat wirklich funktioniert! Ah! Wenn ich muss, werde ich jeden einzelnen von euch umbringen! Gib mir einfach Shiggy! Hey! Du willst ihn? Dann hol ihn dir! Ha! Töte ihn, Wölkchen! Ich glaube an dich. Bereit für deine Vernichtung, Eidechse? Ich kann nicht glauben, dass ich Angst vor dir hatte. Ich habe dich zu einer Legende werden lassen. Aber das bist du nicht. Du weißt nur nicht, wie man aufgibt. Also vergaß ich es ebenfalls. Doch in einem unterscheiden wir uns. Ich bin ein Anführer. Ich kann meine Pokémon trainieren. Was ist nochmal mit deinem passiert? Lass es uns herausfinden. Sandmann, Angriff! Nö. Was? Also, prinzipiell habe ich nichts gegen dich, aber das hat alles nichts mit mir zu tun. Deshalb werde ich einfach... Ich glaube, ich werde einfach gehen. Okay, bis dann. Viel Glück. Weißt du, ich habe deinen Freund fast umbringen lassen. Ich wollte dir jemanden wegnehmen. Genauso, wie du mir Pablo weggenommen hast. Und dann erinnerte ich mich. Wir sind nicht gleich. Du weißt vielleicht, wie man Empathie einsetzt. Aber du fühlst sie nicht. Und würde ich ihn töten, würdest du nichts davon fühlen. Sei still! Wölkchen! Siehst du nicht, was hier passiert? Du wirst versklavt! Wenn sich dieser Wurm wirklich um dich sorgen würde, dann würde er dir keine Anweisung geben, sondern an einer Seite kämpfen. Hilf mir! Zusammen sind wir noch viel stärker als Team. Du erinnerst dich nicht an mich, oder? Nimm's nicht persönlich. Wenn du dich zwischen Shiggy und mich stellst, dann bring ich dich um. Willst du wirklich für diese Würmer sterben? Sie sind meine Familie! Wenn ich es schaffe, dich davon abzuhalten, auch nur einen, dann lohnt es sich. Befreit Shiggy, jetzt! Oder sie stirbt. Hast du mich nicht gehört? Gib mir Shiggy sofort zurück und ich töte sie! Tu es. Du hast es so gewollt. Ich gab dir eine Alternative und trotzdem. Lasst euch das allen eine Lehre sein. Das passiert. Wenn ihr euch zwischen mich und Chica... Das reicht, Glumanda. Nicht einer mehr. Hm. Hatte gedacht, er sieht anders aus. Shiggy, ich... Das tut mir aber leid. War das dein Zug? Ist irgendwie unfair, nicht wahr?
Wie konnte ich jemals glauben, dass sich an dir etwas ändern würde? Du hast so vielen Unschuldigen das Leben geraubt und alles, was ich getan habe, ist dumm rumzustehen. Ich wollte mich nur... Entwickeln, ich weiß. Das ist das Einzige, was dir wichtig ist. Wir sollten ein Team sein, Glumanda. Aber du kümmerst dich nur um dich selbst und ich konnte nichts daran ändern. Aber dank ihnen weiß ich endlich, wie man zurückschlägt. Sie wollten, dass ich dich töte. Aber sie sind nicht wie du. Sie sind vielleicht gemein. Aber sie wissen, wenn sie auf ihre Vernunft hören sollten. Wir haben uns geeinigt. Sie lassen dich am Leben, aber nur hier drin. Es tut mir leid, Glumanda. Ich weiß nicht, wann ich dich wiedersehen werde. Aber es wird vermutlich eine Weile dauern. Gute Arbeit, Blowy. Jetzt bleib dort. Was hast du vor? Bleib stehen! Das ist eine Anweisung von deinem Trainer. Warte, du sagtest doch, wir haben eine Abmachung. Das ist für Pablo. Warte, nein!